eine weitere Runde unserer AirFactor 2 Race Series mit einer brandneuen Mod von Image Space höchstpersönlich. Wir sind mit der offiziellen 2014er Formel Renault in Suzuka heute unterwegs. Das wird ein richtig packendes, knackiges Rennen. Auch kleine Aussätze der KI tun dem Ganzen keinen Abbruch. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einfach mal viel Spaß zu wünschen. 6 Runden Suzuka, bis gleich. Willkommen in der Startausstellung, wo uns direkt mal auffällt, dass die Mod bzw. die Cockpits und die 3D-Modelle der Autos sehr, sehr gut gearbeitet sind, sehr scharfe Texturen. Und da geht's auch schon direkt los. Vor 2 Rennen sind wir ja noch mit der Formel 3-Serie gefahren in Fuji. Heute also die Tradition der Formel-Serien in Japan fortgesetzt hier in Suzuka. Aber das hier wird eine ganze Ecke schärfer, eine ganze Ecke brachialer noch als die Formel 3-Euro-Serie, die wir da hatten, oder die Formel 3 International. Mit der Formel Renault hier, die Boliden haben 530 PS, Keramikbremsen, also das ist hier eine ganz, ganz andere Geschichte. 6-Gang-Getriebe, ach du Gott, da geht's schon mal hier ganz heiß her. S-Kurven, da haben wir uns nicht ganz so gut konzentriert, gerade im Zweikampf haben wir da jemanden ein bisschen abgedrängt. Und Platz 11, da wo wir gestartet sind, direkt aus der Mitte. So, aufpassen hier, hochfahren. Ja, es ist sehr, sehr ruppelig. Die Mod, die Strecke hier natürlich auch, wow, leicht auf dem Gras gewesen, die Strecke hier ist auch eine der vorzeigbareren Conversions, die mittlerweile ganz gut weiterentwickelt wurde. Recht gute Lichtstimmung hier auf jeden Fall. Ah, auch geile Bodenwellen. Also das fährt sich schon super hier, Suzuka. Vor allem mit diesen Formelautos. Oh, da haben wir uns jetzt mal ganz brachial außen rangebremst, wenn wir da irgendwie vorbeikommen. Oh, das wird knapp. Das ist immer eine sehr gefährliche Stelle in Suzuka. Aber wir haben es geschafft, hier den 10. Platz zu ergattern. Ja, und hier merkt man richtig das Ruppeln. Ich habe beobachtet vorhin beim Testen, dass die KI sich da vorne gerne mal weghaut. Da müssen wir jetzt mal ganz vorsichtig sein. Hier, da drehen sich gleich. Ja, da dreht sich wieder 2, 1, 2. Ja, da fliegen 2, 3 ab, aber nicht alle. Hoffen wir mal, dass sich das über das Rennen jetzt nicht so fortsetzt. Zumindest 3 oder 4 Autos hat sie jetzt gerade weggedreht. Keine Ahnung, wir verlieren hier einfach Grip oder Traktion, wie auch immer. So, im Moment jetzt Platz 6. Ja, 6-Gang-Getriebe, habe ich schon gesagt. Formel 1 fährt ja dieses Jahr sogar mit 8 Gängen. So, die KI-Stärke auf 100%, Schäden auf 30%. Oh, das war sehr knapp reingebremst, aber wir kommen hier rein. Mein Gott, das war ein Manöver. Ja, wir haben ja auch so eine leichte Lotus-artige Lackierung am Start. Das ist alles Original-Lizenzmaterial hier, was ISI Image Space hier verwendet. Oh, also es ist knackig, sag ich euch. Es ist einfach nur super, super geil zu fahren. Macht richtig viel Spaß, die Mod. Denn ich würde fast sagen, es ist bisher die beste Mod, die Image Space selbst auf die Beine gestellt. Das ist unglaublich gut zu fahren. Immer so ein Moment, wo man dann denkt, ach du Scheiße, jetzt muss ich aber das Auto wieder fangen. Genauso hier auch in den S-Kurven. Oh, da fliegt er auch weg. Ja, genau das hier. Da musst du dann am Lenkrad kämpfen, musst es festhalten. Das sind die Momente, wo AirFactor 2 hier mit der Formel Renault richtig Bock macht. Oh, hast du nicht das Gefühl, die reißt es hier den Wagen weg. Super umgesetzt. Ganz, ganz tolles Gefühl. So, die Jungs machen da vorne jetzt gerade ein bisschen langsam hier, das Grüppchen hier. Wir sind gerade auf Platz 5, sind hier auf einem guten Kurs gerade. Oh, ho, 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 ho. Das war sehr wackelig. Da muss man auch mal aufpassen auf dem Gras. Natürlich geht da gerade bei so einem Formelauto komplett die Traktion weg. Hier kommt uns Rauch entgegen. Bremsrauch. Ich war hier sehr unsauber gerade. Muss da aufpassen, dass ich da nicht wieder Anschluss verliere an die Gruppe da vorne. Moment, fahren die hier relativ konstant mit uns. Ich hoffe, dass euch da das Cockpit nicht zu wackelig ist. So, fliegt er auch in der Erde. Er rutscht, aber er hält den Wagen dieses Mal. Jetzt haben die Reifen noch ein bisschen mehr Grip. Ich denke mal, dass die Abflüge der KI in dieser Kurve hier jetzt Geschichte sind. Auf jeden Fall die Suzuka-Version, muss ich sagen, fühlt sich richtig gut an. Also du hast hier sehr, sehr viele Bodenwellen. Nicht zu viele, aber du hast ständig so einen Ruppel. Ich weiß nicht, ob es von der Mod oder von der Strecke kommt. Wow, das war... Da hätte man vielleicht ein bisschen lupfen sollen. Aber... Geiler Sound auch, ne? Der Sound vom Auto ist brachial. Das Auto fühlt sich richtig brachial an. Und auch die Motoren-Sounds der Gegner, die kommen hier immer wieder in mein Ohr rein. Man hat hier richtig gute Rennatmosphäre. Was ist da los? Bremst ihr jetzt, Jungs? Das ist aber schön, dass ihr extra auf mich wartet. Wir haben wieder 6 Runden. 2 haben wir gerade mal. Oh, das ist jetzt eine gefährliche Situation. Da komme ich auf den Curb, komme hier komplett in den Drift. Wir sehen auch, die Reifentemperatur steigt hier ganz brachial an. Da verlieren wir den Platz wieder. Der Platz 5. So, ich hoffe, dass die Reifen hier halten. Sprit haben wir jetzt wieder mehr als genug drin. Ich war hier mit Standard-Setup. Hab hier lediglich den Heckflügel ein bisschen hochgestellt. Sprit habe ich jetzt mal so drin gelassen, weil die KI, glaube ich, damit auch fährt. Oh, scheiße, 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 scheiße.
Oh, fuck. Nein, nicht in den Gegenverkehr rein. Oh, scheiße. Ach du Scheiße, jetzt knallt er doch noch ins Rein, aber wie durch ein Wunder. Ach du Gott, ja, das passiert, das ist Rennsport. Fehler passieren, Unfälle passieren. Wie durch ein Wunder haben wir jetzt am Auto keinen Schaden. Hätte schon gedacht, dass jetzt das ein oder andere Teil da vorne gelb wird, aber nichts ist passiert. Oh Gott. So, jetzt müssen wir wieder... Oh Gott, da hinten sind sie schon. Jetzt aufpassen, dass wir die Linie halten können. Hier scheint jetzt eine große Lücke gewesen zu sein. Wir müssen jetzt mal aufpassen, dass wir jetzt auch ohne gegnerischen Verkehr die Linien einschätzen. Und da ist es wieder passiert. Ja, das ist es nämlich. Sobald ich da wieder außerhalb des Feldes bin, ist es für mich immer ein bisschen schwierig, auch die Bremspunkte einzuschätzen. Ich kann irgendwie besser im Pulk fahren. Gerade wenn ich noch nicht so gut die Mod und die Strecke kenne. Da kommt einer innen rein. Mein Gott, der drückt sich hier vorbei. Und da drehen sich doch noch wieder welche. Also, da scheint ein bisschen der Wurm drin zu sein, da bei der KI bzw. bei der Strecke. Mit der Mod zumindest in Verbindung. Ja, das ist immer so ein bisschen natürlich auch so eine kleine Gefahr, beziehungsweise so kleine Probleme als Modder. Man kann nicht wirklich auch jede Unwägbarkeit der KI auf jeder Strecke ausbügeln, beziehungsweise bedenken. Haben wir dem gerade ein bisschen den Weg abgeschnitten? Sah fast so aus, ne? Und was ist jetzt los, Leute? Alter, jetzt ist aber... Also so ein bisschen ist hier doch der Wurm drin gerade. Das habe ich beim Testen nicht so gemerkt. Es tut mir jetzt leid, aber... Das ist eben bei Mods so. Beziehungsweise ja auch hier in der Formel Renault Mod gibt es ja auch DRS. Das ist aber leider noch nicht aktiviert. Da arbeitet Easy auch noch daran. Dass das bald implementiert wird, zumindest auf den Standardstrecken, beziehungsweise dass man da so eine bestimmte Marke setzen kann. Ich glaube, so ein bisschen was gibt es da auch schon. Irgendwas geht da auch schon. Zumindest gibt es ja auch bei der T5 Series Mod, die ich ja heute eigentlich zeigen wollte. Gibt es ja auch DRS. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil jetzt die Mod hier frisch rauskam, dass wir die erstmal dann vorziehen. Dann kommt die T5 Mod beim nächsten Mal. Hockenheim oder Nürburgring habe ich mir da vorgenommen auf jeden Fall. So, können wir hier noch heute an der Top 10 knabbern? Das ist hier die große Frage. Jetzt holen wir zunächst mal auf den hier vorne auf. Auf jeden Fall macht Suzuka hier mit diesen Autos unglaublich viel Laune. Ja, auch wenn man da ab und zu mal wirklich zu viel ans Limit geht. Das ist eben eine sehr schnelle Strecke. Eine sehr brachiale Strecke, die dazu verlockt, auch mal ein bisschen ins Limit zu gehen und dann eben mal ein bisschen zu weit raus zu fliegen. Und die Kurve hier, die hasse ich wie die Pest. Ja, wir sind jetzt nicht mehr in einem Arcade-Spiel, sondern in der Simulation. Und da darf man da nicht so rausbeschleunigen wie so ein Irrer. Da muss man sehr, sehr sanft das Gas berühren, um da rauszubeschleunigen. Gerade in der Kurve in Suzuka, das sollte einem eine Lehre sein. Die ist wirklich in vielen Simulationen, gerade R-Faktor, sehr, sehr schwierig zu fahren. Da dreht sich immer wieder einer raus. Ne? Irgendwer packt es immer wieder, sich da rauszudrehen. Jetzt sind wir hier direkt an einem Teamkollegen. Ja, immerhin. Platz 16, wir haben uns jetzt nach und nach wieder nach hinten gearbeitet. Wir waren so gut unterwegs auf Platz 5 und dann kam der Dreher. Daran sind sie alle vorbeigefahren, das gesamte Mittelfeld. So, kommen wir da vorbei. An der Kurve anbremsen vielleicht, hier ein bisschen später auf die Bremse. Naja, nicht so wirklich. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht von hinten wieder einkassiert werden. Hier ein bisschen verkehrt auf die Kurve gekommen, hier zu viel auf den Curb. Curbs ein bisschen mehr meiden. So, da vorne sind jetzt einige vor uns. Zwei Runden haben wir noch Zeit. Alter Schwede. Aber auf jeden Fall richtig gutes Geschwindigkeitsgefühl. Das liegt auch ein bisschen daran, dass sich das Cockpit sehr viel bewegt. Das ist natürlich ein Effekt, den man ausschalten kann, wenn man das gerne möchte. Aber ich finde das ehrlich gesagt, das hat so ein intensives Flair. Natürlich, wenn man Liga fährt oder so, oder auf dem Server fährt, Multiplayer-technisch, dann vielleicht ist das dann sinnvoller da. Aber der wird hier unruhig, der Wagen. Die Reifen werden jetzt auch nicht besser im Laufe des Rennens. Da muss man jetzt langsam mal... Oh Gott! Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn man Liga-Rennen oder online fährt, ist es natürlich ein bisschen sinnvoller, diese ganzen Ruckelsachen auszustellen. Kann man Oriente ohne TV-Kamera fahren. Ich fahre jetzt aber hier die intensive Variante. Es ist mir lieber so, wenn wir R-Faktor und sowas spielen, dann machen wir es richtig. Dann nehmen wir die Fahrhilfen größtenteils raus und gehen auch in die, in Anführungsstrichen, realistischste Ansicht. So, diesmal haben wir die Kurve hier ein bisschen besser genommen. Ja, es gibt auch natürlich hier diese Helmansicht mit diesem Overlay. Gut, wer das mag, der kann das da reinpacken. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Helmcam von Project Cars. Ein bisschen mehr auf Overlay ausgelegt, also nicht
mit der Kopfbewegung, die ist ja sowieso schon so ein bisschen simuliert, so leicht. Aber wer das möchte und wer das mag, der kann diesen Helm sich da mal einstellen. Aber ich mag es gerne mit freier Sicht. Okay, wir sind auf Platz 15 zurück. Da vorne sehe ich noch Autos. Eine Runde haben wir noch Zeit, vielleicht kommen wir noch an irgendwen ran da vorne. Ich gebe jetzt Vollgas, versuche hier nicht mehr mich zu drehen. Da in der Kurve staut sich es ein bisschen. Ja, also ich finde das noch mit 6 Gängen wirklich angenehm, Formel zu fahren. Also ich mag sonst Formel nicht so gerne, weil man die Gänge so kloppen muss. Aber mit den Formel Renaults hier, das ist genau richtig, finde ich. 520 PS, ne? Richtig schöne, zuckige Bremsen, die ziehen richtig gut ran. Das ist für mich genau das Richtige. Also das ist wirklich, ja, ich muss fast sagen hier, das hat Potenzial. Mein Lieblingsmod. Oh, da hat einer einen Motorschaden. Somit wieder Platz 14. Und da vorne sehen wir eine ganze Gruppe von Leuten. So, jetzt konzentrieren mich. Letzte Runde vielleicht ist da noch was machbar. Hier gibt es ganz gerne mal einen Ausrutscher der KI. Ich versuche mal hier ranzukommen. Das rutscht aber sehr stark auch in den S-Kurven, meine Herren. Aber wir sind da jetzt fast dran. Ich denke mal, zwei, drei Leutchen werden da gleich wieder in der Kurve am Ausgang vom zweiten Sektor sich drehen. Vielleicht winkt hier doch noch eine Top 10, wenn ich hier nicht aufs Gras fahre. Und jetzt gehen wir alles. Pushen, 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 pushen. Würde er bei Codemasters jetzt sagen. Dritter Gang verhungert uns hier fast. Aber wir haben die Gegner im Blick. Jetzt aufpassen. An der Kurve hier nicht zu stark rausbeschleunigen. Ohohoho. So, leicht aufs Gas. Früh hochschalten. Da steht noch einer mit Motorschaden. Was ist hier los? Gelbe Flaggen. Natürlich werden die KI-Fahrer da ein bisschen langsamer jetzt. Achtung. Platz 13. Ja, die Top 10 ist in Sicht. Da treten noch jetzt ein paar Verschleißerscheinungen bei der KI auf. Dreht sich jemand? Ja, einer dreht sich weg, zwei drehen sich weg. Wir kommen vorbei. Platz 11 jetzt. Nee, Platz 11. Kriegen wir die beiden Roten da vorne noch? Na, das wäre doch was jetzt. Top 10 ist greifbar nah. Aber ich glaube, die beiden da vorne, die lassen sich nicht mehr lumpen. Schauen wir mal. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, ich glaube, die kriegen wir nicht mehr. Ein bisschen hier den Curb mitnehmen. Aufs Gas. Ja, fahren die rein? Nee, sah gerade so aus, kurz. Nee, es reicht nicht mehr ganz für die Top 10, aber es war auf jeden Fall wieder ein super intensives, super geiles Rennen. Und auch optisch macht das doch hier einiges her. Wir sind im Ziel. Ich finde, die Mod sieht super aus. Wir werden ja auch dann die Replay-Cam oben eingeblendet sehen. Also asphalttechnisch sieht das hier super aus. Dafür, dass es eine konvertierte Strecke ist und auch die Fahrzeugmodelle von diesen Formelwagen sind super. Ich versuche da nochmal ranzufahren jetzt gerade. Dass wir die nochmal kurz von vorne, von nahem uns angucken hier, ohne jetzt in der Rennsituation zu sein. Das Rennen ist vorbei jetzt. Nochmal hier hinfahren. Ja, komm schon. Ja, nochmal ein bisschen ranfahren hier. Guck mal, gucken wir nochmal uns die Wagen ein bisschen an. Oh, der ist auch kaputt. Ah, jetzt haben wir doch den besten. So ist es doch perfekt jetzt. Guck mal, besser geht's doch gar nicht. Hier sehen wir ganz scharf die Texturen des Autos nochmal. Das war natürlich jetzt nicht geplant. So, können wir den vielleicht wieder freisetzen, den Kollegen. Kommen jetzt, wir haben sich noch mehr auf. Ja gut, Leute, ich würde mich mit diesen Bildern hier verabschieden. Ein Bild des Chaos. Ja, jetzt so live können wir nicht mehr dran sein an dieser Radarbeit. Egal, wir kommen in die Endcard, bis gleich. Auch bei Raceroom gibt es was Neues, und zwar hier den Audi 90 Quattro aus der GTO-Serie. Der IMSA hier von 1989 haben wir uns auf verschiedenen amerikanischen Strecken angeschaut. Unten rechts noch die letzte Folge von R-Factor 2 hier mit der EGT-Mod von United Racing Design. Da sind wir in Spa unterwegs gewesen mit einem Porsche. Da auf jeden Fall auch nochmal reingucken. Ansonsten Social Media, Facebook, Instagram, gerne vorbeischauen. Würde ich mich freuen und natürlich das Video liken. Dankeschön. Bis dann, Michael von P1TV.